brandneue News. Also für so einen Einkauf, ja, habe ich vielleicht damals, wenn ich überhaupt, 40 Euro bezahlt, so 40, 50 Euro. Jetzt kostet Milch alleine 2 Euro fast. Ja, Salami. Ja, Salami. Ich sag's euch, Alter. Harte, harte Zeit in Deutschland. Wir machen es die Leute, die nicht so viel verdienen. Das frage ich mich immer noch. Wallah. Scheiß dumm auf die Leute, die es können. Aber was ist mit denen, die es nicht mehr können, Alter? So krank, Wallah. So, Leute. Ich schwöre auf alles 125 Euro. Waren diese Sachen, was ihr gerade gesehen habt. Ich habe nur so noch vielleicht 4 Getränke noch gekauft, so Wasserflaschen. 125 Euro. Ich schwöre, früher hätte ich dafür mindestens vielleicht 50 ausgegeben. Das ist krass. Ich schwöre, das ist so traurig, Wallah. Ja, wie gesagt, nochmal, ich denke nicht an mich, ich denke an die anderen Menschen, die in der Mittelschicht leben oder Unterschicht oder wie man das nennt. Was ist das, Wallah? Ist ja noch nichts, ne? Da geht man noch zum Fleischer. Beim Fleischer habe ich auch 80er ausgegeben. So. Und dann werden jetzt gleich noch Getränke gehört, vom Getränkemarkt so ein paar Sachen, so wie so Cola-Dosen, Eistee. Da sind wir schon so bei, keine Ahnung, was sind wir da, bei 200 Euro. Und das hält vielleicht eine Woche. Jetzt sagen wir, wie es Leute machen, die im Monat 2500 Euro verdienen, die noch Miete zahlen müssen und alles. Geil.